Kommt zurück zu Let's Play Indiana Jones und der Heilige Gral. Ich habe nach der letzten Folge gespeichert. Hoffentlich hat das geklappt. Wunderbar, das hat geklappt. Von diesem Let's Play wird nicht jeden Tag eine Folge erscheinen. Das wollte ich noch kurz ansprechen, bevor ich hier weitermache. Ich habe mir vorgenommen, zweimal pro Woche eine Folge rauszuhauen und ich hoffe, dass ich das durchziehen kann. Es ist nicht unbedingt so viel, wie man das von anderen vielleicht gewöhnt ist. Wenn es euch nicht passt, dann schreibt doch einen Kommentar. Vielleicht bringt es ja was. Was ist Steine? Gehe zu Steine. Nein, los geht's. Aus dem Fenster. Mal schauen, wo uns... Das sind keine Studenten. Das sind Männer in dunklen Anzügen. Folgen Sie uns bitte. Warum genau soll ich euch folgen? Habt ihr irgendwelche überzeugenden Argumente oder so? Wer ist das denn? Ah, sie hatten überzeugende Argumente. Walter Donovan. Wohnt auf jeden Fall schick. Ah, und hat das Museum auch immer gespendet. Ein Geldgeber, so scheint das. Eine Schwäche für Antiquitäten. Ja, warum sonst sollte er auch ein Museum spenden? Was ist das, eine Steintafel? Christliche Symbole, Mitte des 12. Jahrhunderts. Stammt aus den Bergen nördlich von Ankara. Und da steht, in seinem Innern wird die Quelle ewigen Lebens sprudeln, durch die Wüste zu der Schlucht des Halbmondes, wo die Schale, die das Blut Jesu Christi enthält, für alle Zeiten ruht. Der Heilige Gral, genau. Und der soll ewiges Leben bringen? Ich weiß ja nicht. Vielleicht klappt's ja. Naja, auf jeden Fall müssen wir den jetzt suchen. Und wenn nicht um unsterblich zu werden, dann zumindest um berühmt zu werden. Weil berühmt kann man ja nie genug sein. Der zweite, es gibt noch einen zweiten Marker, der mit einem Ritter des ersten Kreuzzugs begraben wurde. Na gut, wo ist der begraben? Sagt er das? Es gibt ein Gemälde, ob der Gral leuchtet. Ja, wo das Grab des Ritters ist, weiß natürlich niemand. Dann müssen wir den mal suchen. Oh, das ist Venedig. Aber was? Achso, ja, nee, das kann mein Vater machen. Ja. Ah, der Vater ist verschwunden in Venedig. Okay. Das ist ein gutes Argument, nach Venedig zu gehen. So ein netter alter Mann. Venedig. Mal schauen. Durch den beiden Studenten geht er ja nicht mehr durch. Ich hab letztes Mal die Eingangshalle nicht komplett erforscht. Die wollte ich mir jetzt eigentlich diesmal nochmal anschauen. Vielleicht gibt es da noch irgendwas, was ich übersehen habe. Was haben wir denn da? Ein Pinbrett. So macht man einen Reißauflauf. Boxtraining umsonst beim Trainer in der Turnhalle. Ja, das hatten wir schon. Hier noch was? Zu verkaufen einen Platz in Dr. Jones Klasse, Höchstgebot. Sehr schön, er scheint sehr gefragt zu sein als Lehrer. Oldtimer Modell T mit Lenkradschoner. Komplettes Bücherset von Professor Ravenswood. 6000 Ratten, 500 Schlangen, Steven Spielberg. Ich glaube, das spielt auf den... Ich glaube, der erste Teil war es, oder? Reißauflauf. Ja, jetzt wiederholt sich's. Eine Tür, dann gehen wir doch mal da rein. Hier ist gerade Unterricht. Na gut. Trinkbrunnen, Menschen, Trophäenschrank. Na gut, was ist das denn für ein Trinkbrunnen? Du siehst nichts Besonderes.
benutze ihn. Er trinkt. Schmeckt prima. Und jetzt schalte ihn aus. Schade. Nimm ihn mit. Kann man immer gebrauchen. Schade, kann er auch nicht mitnehmen. Okay. Dann war hier der Trophäenschrank. Öffne den mal. Brauchst die Trophäen nicht. Was sind das denn für welche? Trophäen, die Archäologieabteilung gewonnen hat. Ah, ja. Nimm doch mal ein paar mit. Mhm. Noch eine Tür. Ah, das sind die vom Anfang, genau. Dann sollte hier... Ja, genau. Da sind die Studenten. Tür öffnen. Da ist gerade Unterricht. Was passiert denn jetzt, wenn man zu den Studenten von der anderen Seite wieder reingeht? Von der anderen Seite wollte er nicht mehr rein, rückwärts. Dr. Jones, diese Studenten sind sehr sauer. Kann ich jetzt durch, einfach direkt? Hör auf zu schubsen, das geht nicht. Dann rede ich nochmal mit denen. Ja, ihr solltet euch definitiv einen anderen Lehrer suchen. Das ist doch nicht mein Problem. Na gut, da ist nichts Neues. Die sind auch nicht irgendwie verwundert oder so, dass er jetzt plötzlich von der anderen Seite wieder reinkommt. Scheinen nicht gerade helle zu sein, die Studenten. Na, dann verdient es auch keine Zeit zu kriegen. Na gut, dann ab nach Venedig, würde ich sagen. Reise nach Henrys Haus. Mal zuerst schauen. Henry ist, glaube ich, der Vater. Bei dem wurde eingebrochen. Die haben vielleicht das Tagebuch gesucht. Stimmt, das könnte sein. Und in weiser Voraussicht hat er das vorher mit der Post verschickt oder dem Indiana Jones einfach gebracht. Pflanze, Tischdecke, Bücher, Kühlschrank, Stuhl, Bücher, Fenster. Decke ist nichts. Bücherregal. Bücher, mehr Bücher. Schreibtisch, Schreibmaschine. Chuck die Pflanze. Was ist Chuck die Pflanze? Kannst du mir nicht sagen. Bücher, Bücherregal. Na gut, da. Was ist das denn für eine Pflanze? Nichts Besonderes. Zieh an der Pflanze. Kannst du nicht bewegen. Kannst du sie nehmen? Wie, du kannst sie nicht bewegen? Was? Eine Tischdecke. Ein Tisch. Du siehst nichts Besonderes. Ja, dann... Sieht aus, als hätte er eine Schublade. Truhe? Ah, das ist eine Truhe, kein Tisch. Abgeschlossen. Wir haben da Bücher. Und die erinnert er sich. Und möchte sie aber lieber vergessen. Was da wohl drin steht. Ein Stuhl. Der auf dem Kopf steht. Ja, dann stell ihn doch mal anders hin. Er will nicht aufräumen. Ich will aber nicht aufräumen. Ja, die Bücher wollte er nicht nehmen, das hatten wir schon. Da ein Kühlschrank. Öffne mal den Kühlschrank. Will er nicht. Ist vielleicht eine bessere, die bessere Entscheidung. Kannst du nicht mitnehmen. Benutze ihn. Na gut, dann schalte ihn wenigstens aus, dann braucht er keinen Strom. Okay, das geht nicht. Dann lüften, wenn die Wohnung so durcheinander ist. Geht nicht. Da hinten geht's auch nicht weiter. Okay, dann war hier der Schreibtisch. Öffne mal den Schreibtisch. Die Schubladen. Alles, was da war, liegt auf dem Fußboden. Das sieht nicht nach allzu viel aus. Kannst du das nehmen, was da drin war? Nein, kann er nicht. Da, die Schreibmaschine, nimm sie. Kannst du nicht nehmen. Anschauen. Kein Papier drin. Öffne sie mal, vielleicht ist auch Papier drin. Lässt sich nicht öffnen.
Drück mal drauf. Nein, nicht drücken. Drauf drücken. Na gut. Hier sind noch mehr Bücher, Digga. Ah, Chuck, die Pflanze. Kannst du nicht mitnehmen. Schade. zieh sie mal aus dem Topf. Schade. Gib der Pflanze das Tagebuch. Funktioniert nicht. Wäre auch ein bisschen sinnlos. Steht vielleicht in dem Tagebuch drin, wenn man die Truhe öffnet? Nein. Nun gut. Da waren Bücher. Nimm die mal mit. Hast du schon oft gelesen? Okay, die will er auch nicht mitnehmen. Ein Bücher, ein Bücherregal. Zieh doch mal an dem Bücherregal. Oh, was war das denn? Hui. Klebeband. Ein dicker Klumpen Klebeband. Das würde ich doch gleich mal mitnehmen. Klebeband, schau doch mal, was ist das denn? Ein dicker Klumpen Klebeband. Der hat das Regal wohl nicht mehr gut genug gehalten, hm? Ist da noch irgendwas? Nee, nichts. Schade. Ist ja lustig. Oder geht's weiter da hinten? Was ist denn da alles? Ein Bild. Ein Fenster. Ein Fenster. Noch ein Bild. Noch mehr Bücher. Ein Wäscheschrank. Und ein Bett, offensichtlich. Gut. Noch mehr Bücher. Die hat Henry vor dem Schlafengehen gelesen. Ist vielleicht im Wäscheschrank irgendwas drin? Ja, da könnte der Schlüssel für die Truhe drin sein. Schalte aus Indiana Jones. Das klappt so nicht. Na gut. Ein Bild. Das erste. Kleiner Junge gemalt und zeigt einen Pokal, den sein Vater mal gewonnen hat. Und was zeigt das andere Bild? Das alte Haus in Four Corners. Und wie sieht das Bett aus? Er schaut runter. Nichts darunter. Wären auch schlechte Einbrecher, wenn sie nicht unter dem Bett nachgeschaut hätten, ob es da was zu holen gibt. Nimm mal das Bild mit. Er lässt es hier. Das andere. Das mitnehmen? Haha. Moment, kann ich Bild mit Klebeband kombinieren? Benutze Klebeband in Bild. Nein? Na gut. Bett. Gibt's im Bett noch irgendwas? Ich suche den Schlüssel für... Hier muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Zieh doch mal den Schrank nach vorne. Vielleicht ist da was hinten dran oder so. Oder bei dem Bett. Oder hinter dem Schreibtisch. Das Bücherregal gar nicht. Vielleicht hinter der Truhe. Wäre ein bisschen sinnlos, aber kann nicht bewegen. Was ist denn mit diesem Klebeband? Räum das mal beiseite, ich will nochmal das andere anschauen. Ah, Junge! Mir scheint, es gibt hier nichts mehr. Benutze Klebeband mit Stuhl. Benutze Klebeband mit Truhe. Ja, damit kriegst du sie nicht auf. Ah, vielleicht mit einem Bild aufbrechen. Benutze Bild mit Truhe. Benutze Graltagebuch mit Truhe. Nein. Nein, das klappt nicht. Bücher, Stuhl, Bücher, Kühlschrank. Küche. Chuck, die Pflanze, die hat einen Namen. Warum hat die Pflanze einen Namen? Da ist doch bestimmt irgendwas Besonderes mit der. Öffnen, schließen, gib das Klebeband der Pflanze. Gib nicht. Gib das Bild der Pflanze. Das
Tagebuch? Nein. Mir scheint. Entschuldigung. Mir scheint, es gibt hier nichts mehr zu holen. Da auf dem Boden vielleicht? Was ist das denn? Nichts. Schade. Also dann, ab zurück. Ja, was liegt denn da? Ah, diesmal kommen keine schwarzen Männer. Ja klar, die waren ja auch schon. Die haben ja den Auftrag schon erfüllt. Okay. Ist der Schlüssel... Hat er den Schlüssel vielleicht mit dem Päckchen mitgeschickt, der alte Mann? Das wäre irgendwie komisch, da hätte er ja wissen müssen, dass seine Wohnung durchsucht wird oder sein Haus. Aber ich schaue besser trotzdem nochmal durch. Vielleicht unter dem... jetzt ignoriert er es einfach. Irgendwie fehlt eine schattliche Zerstöre. Was ist Medaille? Nimm mal die Medaille. Ist die ja der Schlüssel für die Truhe. Nein, er weiß jetzt schon, dass er sie nicht braucht. Nimm die Karte. Nimm die Statue. Nein. Okay, das hatten wir ja alles schon letztes Mal. Ab nach draußen mit dir. So. Dann bleibt eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu schauen, ob es hier noch weitergeht. Oh, das tut es nicht. Oder vielleicht hinter dem Haus. Nein, das geht auch nicht. Dann steht die Reise nach Venedig an. Aber bevor der Indiana Jones nach Venedig reist, speichere ich mal das Spiel. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Viel Spaß und bis dahin.